Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man so einen Türkantenhocker bastelt. Das ist Step by Step. Ja? Ich zeige euch jetzt erstmal schnell, wie man Blume ummalt. Und zwar machen wir die jetzt einmal türkis. Die Christine kann euch schon mal die Blumen dabei zeigen, wie die jetzt da ausschauen, wenn sie fertig sind. Ja, ihr könnt es natürlich auch einfacher bemalen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man es richtig toll bemalen kann, dass die auch schönen Effekt kriegen, was man alles draus machen kann. Die Türkantenhocker sind jetzt ganz neu bei uns im Programm. So, jetzt haben wir es erstmal türkis gemacht, das Ganze. Jetzt gehen wir hier und nehmen ein bisschen ein dunkelblau dazu und mache jetzt da mal so einen dunkelblauen Schatten rein. Nur mit ganz leicht dunkelblau, dass wir da ein bisschen so eine Schattierung zum Beispiel haben. Dann waschen wir mal unseren Pinsel schnell aus. Dann gehen wir mal nur ins Weiß rein und dann machen wir da auf der anderen Seite jetzt einmal ein bisschen einen hellen Schatten. Wie man so Blumen anmalt, könnt ihr euch auch bei der großen Biene nochmal im Film anschauen. Aber ich dachte, das gehört jetzt auch da dazu. Jetzt zeige ich euch das jetzt mal schnell, wie das geht. So. Nehmen wir einen Tropfen dunkelblau, machen da ein bisschen Schattierung rein. Können wir mit dem hellen ein bisschen drüber gehen, dass wir ein bisschen einen Verlauf kriegen. So, dann nehmen wir unseren feinen Pinsel. Ziehen erst einmal die Konturen ein bisschen nach. So, dann werden wir da noch ein paar Punkte drauf machen. Ein bisschen Sprenkeler und dann gehen wir nochmal mit dem Weiß her und dann könnt ihr mit dem Weiß praktisch da jetzt noch so Akzente setzen. Seht ihr es? Und jetzt könnt ihr ein paar Pünktchen drauf machen, das seht ihr bei den anderen Sachen auch. Einfach nur mal die Rückseiten vom Pinselstiel hergehen und dann könnt ihr da noch ein paar so Pünktchen draufsetzen. Mal rein, mal raus. So ganz wenig. Nur dass das noch mal ein bisschen am Pfiff kriegt, das Ganze. Und schon ist das Blümchen fertig. So, dann gehen wir mal zu unser Pinsel über. Und man kann schauen, dass unser Pinsel kein Blau nicht mehr hat. Das habe ich jetzt schon mal weiß, die Flügel gemacht und die Augen habe ich auch schon mal weiß gemacht. Und dann fangen wir jetzt erstmal an mit dem Dunkelbraun und machen unsere Streifen. Ihr seht schon, das ist immer so Step by Step. Also alle Sachen, wo keine Konturen habt, da braucht ihr auch nicht aufpassen. Ich habe jetzt extra die ausgesucht, weil die ein bisschen kritischer ist zum Anmalen. Dass ihr seht, wie das gemacht wird. Wichtig ist natürlich jetzt, dass ihr da nicht drüber hinausfahrt. Weil sonst deckt es natürlich ganz schlecht nachher mit der Lasur. Weil wir malen dann den Rest mit der Lasurfarbe. Und da ist es einfach schöner, wenn das trocken ist. So. Ich male auch immer mit flachen Pinseln. Seht schon, weil dann könnt ihr das auch besser absetzen. Ja, dann kann ich die Flächen eben ganz ausmalen. Und ansonsten drehe ich mir immer das Teil her, so dass ich immer die Kanten vor mir habe, wo ich lang malen muss. Da kann ich jetzt ein bisschen herziehen. Und dann kann ich da sauber gerade Linien malen. So. Da noch ein bisschen. Da müsst ihr natürlich jetzt schon ein bisschen drauf achten. Bei den anderen Teilen ist es jetzt nicht so wichtig.
wie bei den Blümchen oder so, da wenn es einmal reinmalzt, da kommen ja die anderen Teile drauf zum Decken. Da braucht es da nicht so drauf achten. Da seht ihr einmal, dass ich einmal drüber hinausgefahren bin oder was. Das ist jetzt dann auch quasi eine große Dramatik. So, dann haben wir unser Bienchen gleich fertig soweit. Wie man natürlich Bienchen, kennt ihr es natürlich auch mit den Aquarellbuntstiften ummalen, für die, die ein bisschen ungeübter sind. Es dauert halt länger, sage ich jetzt einmal, wenn man so größere Teile dann mit denen macht. Also in der Größe ging es vielleicht jetzt noch. So, jetzt waschen wir unseren Pinsel wieder gescheit aus. Dann nehmen wir unser Holzlasur her. Dann nehme ich immer die zwei Farbtöne, das Gelb und das Orange. Und dann gehen wir mal her und malen wir erstmal die Füßler da unten. Ihr lasst es aber daheim bitte ganz trocknen. Ist ganz wichtig, dass das Braun jetzt erst vernünftig trocken ist, dass es da nicht nochmal reinkommt. Wenn es jetzt dann nämlich da, wo es schon trocken ist, da kann ich es euch auch zeigen, da könnt ihr jetzt auch drüber gehen. Wenn ihr jetzt einmal ein bisschen so drüber fahrt, dann könnt ihr es mit dem Fingerl einfach wegmachen. Dann ist das nicht so dramatisch, weil das sieht man dann nicht mehr auf die Lasur. Deckt nicht so hoch. Da seht ihr dann keine Flecken nicht. Den müssen wir noch mit ummalen und den müssen wir auch mit ummalen, weil das ist der Fuß. Ganz wichtig. Nehmen wir da hinten ein bisschen rauf. So. Also ich mache jetzt erst alles gelb. Jetzt ist aber jetzt das Gelb nicht trocknen lassen, sondern macht es gleich dann weiter. Das ist wichtig. Lieber dann nur teilweise machen, also wenn es nicht zu schnell seid, dann lieber hergehen und erstmal nur ein Stück machen und immer wieder erst das Stück fertig machen, sodass die Lasurfarbe noch nass ist, dass wir dann einen schönen Verlauf kriegen. Jetzt nehme ich mal einen Tropfen Orange dazu, tue den immer erst einmal nochmal ab, dass das nicht zu viel ist. Und dann gehe ich erstmal her und fahre mal da den Rand. Ein bisschen, da oben kann er ein bisschen orange kriegen. Kann er noch ein bisschen Bäckler kriegen. Die Nasen kann auch ein bisschen oranger werden. So, machen wir da die Hände noch. Da mache ich jetzt auch erst einmal die Teile alle orange. Da ist einmal ein bisschen mehr, das macht nichts und das verwaschen wir jetzt alles. So, da geht man auch noch ein bisschen kräftiger. So, und dann braucht es kaum abstreifen und geht es gleich in das Gelb rein. Und jetzt verwascht es da, wo ihr es angefangen habt, verwascht es als erster. Und dann seht ihr schon, da gibt es ja ganz tolle Effekte. Und wenn es jetzt auch in das Braun ein bisschen drüber kommt, das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Ich hab's das, beim ersten habe ich es andersrum gemalt, war es aber schon ganz schön schwierig. Da braucht man zwar mit der Lasur nicht so aufpassen, aber ich glaube, dass so die bessere Methode ist. Ich tue natürlich die Sachen immer zuerst ein paar Mal ausprobieren, wie man es am besten machen kann, sodass ich es euch dann auch vernünftig zeigen kann. Weil wenn man natürlich mehr malt, dann kommt immer noch wieder neue Techniken raus, wo man noch besser machen kann. Da dazwischen gehen wir auch noch ein bisschen orange machen. Dann machen wir das noch ein bisschen kräftiger. Ihr seht schon, wenn das ein bisschen angetrocknet ist, dann wird das immer ein bisschen leichter. Durch das, dass wir natürlich das mit dem Gelb wieder verwaschen, wird natürlich das auch wieder heller. So, dann machen wir dazwischen ein bisschen dunkel. So, dann passt unser Bini schon. Jetzt schauen wir die Flügel. Da mache ich es jetzt folgendermaßen. Auch wieder mit dem Pinsel. Nimm ein Weiß und ganz wenig von dem Türkis jetzt, von der Blume mit dazu. Und dann gehe ich kaum her und mache da ein bisschen so Schatten rein. Könnt ihr jetzt dann zum Beispiel auch noch einen Glitzer drauf machen auf die Flügel. Wir machen das dann auch noch mit 3D-Lack, das Ganze, sodass das ein bisschen einen Effekt kriegt. Und wenn es ein bisschen reinkommen seid, dann werden wir das einfach wieder mit dem Weiß decken. Deswegen zeigt es euch einmal noch mal ganz genau, dass das seht ihr ein bisschen,
wo man dann einen 3D-Lack zum Beispiel drauf machen kann. Ich habe jetzt einen Glitzer auf die Flügel noch mit drauf gemacht. Den sieht man allerdings nicht so gut auf dem Video. Ja, also im Original glitzert das richtig toll. Aber den 3D-Lack sieht man gut, denke ich. So, schauen wir schnell, wo ich Grau habe. Nehme ich noch ein paar Tropfen Grau. Genau, jetzt auch zuerst, wenn wir jetzt eh noch das Blau haben, das Hellblau schon gleich so ein bisschen angerührt, können wir gleich die Augen noch mitmachen. Kriegt jetzt einmal blaue Augen, dann mache ich immer so einen ganz leichten hellblauen Schatten. Das sollte jetzt ein bisschen fester sein. Und dann können wir da die Augen ausmalen. So, dann nehmen wir nur Weiß dazu, dann können wir sie vorne ein bisschen aufhellen. So, haben wir schon Punkt 1. Wo haben wir es jetzt? Das Grau habe ich schon rein. So. Da könnt ihr an die Flügel noch ein bisschen so ein grauer Schatten machen, zum Beispiel, wenn ihr wollt. So nur so ein bisschen so angedeutet, muss jetzt nicht überall sein, sodass ihr der Flügel einfach noch mal ein bisschen absetzt. Gerade jetzt da in der Kontur noch mal ein bisschen. Und dann können wir den eigentlich schon fast so lassen. Da gehen wir noch mal ein bisschen drüber, da ist ein bisschen Escape rein. So, dann verwischen wir das Ganze noch mal mit ein bisschen Weiß. Da bessern wir noch ein bisschen aus. So, jetzt machen wir unsere Augen noch fertig und dann gehen wir schon zusammenkleben. Es geht jetzt ruckzuck hier. So, jetzt machen wir da ein bisschen einen dunklen Punkt rein, erst in die Augen. Ein bisschen flüssig von meinem Wasser. So, nehme ich wieder meinen Pinsel. Zeige euch mal eine andere Technik von Augen, wie man machen kann. Und zwar könnt ihr so kleine Sternchen auch da reinmalen in die Augen. Und schauen die nämlich immer auch ganz witzig aus. Und dann setze ich aber da jetzt einfach nur mal zwei, drei Pünktchen mit drauf. Können Sie in der Mitte noch ein Pünktchen machen, da müssen wir noch ein bisschen weiß machen. So. Jetzt ist unser Pünktchen fertig. Und jetzt fangen wir das Kleben an. Zeige euch jetzt, wie das geht, dass das mal sieht. Wenigstens mal einen Teil von dem Ganzen. Unsere Blume haben wir auch da. Und zwar klebe ich jetzt erst einmal die Teile sauber bündig aufeinander. Wichtig ist, dass ihr jetzt echt aufpasst, dass da keine Überstände sind an den Teilen. Moment, da. Mal entscheiden, wie. Recht. Unfall. So. Also, ich mache da ein bisschen Kleber her. Und dann schaue ich, dass das wirklich da sauber am Rand jetzt bündig ist. Ja, seht ihr das? So, dass das wirklich da richtige Übereinstimmung hat, dass das nicht mehr rutscht, dass das sauber da gerade aufliegt. Und dann habe ich da so gewichtet, dann beschwere ich das erst einmal. Ja, dann nehmen wir jetzt einmal unsere Bienenkönigin her. Dann nehmen wir den Honigtopf drauf poppen. Da ist es auch wieder wichtig. Hochnehmen das Teil, erst bevor ihr es andruckt und erstmal schauen, ist alles genau übereinstimmend, passt das wirklich alles super gut. Ja, habe ich da keine Kante, keine Harte, nichts. Und dann drücke ich es einfach fest, beschwere es wieder einen Moment, Sekunde. Dann können wir gleich hergehen und können wir der Königin die Arme drauf pappen. Da achte ich natürlich auch wieder drauf, dass das sauber bündig ist. Das
abgekaut, sauber bündig ist. Und so wird jetzt ein Teil ums andere da drauf geklebt. Das hat schon angezogen, da können wir jetzt da gleich den Fuß noch drauf machen. So. Sauber schauen, dass der da oben wirklich bündig ist. Also wirklich, da müsst ihr euch ein bisschen Mühe geben, dass das auch sauber gerade ist, weil sonst passen die natürlich nachher nicht mehr übereinander. So, und jetzt hat unser Sumsel, die muss jetzt da drauf. Und da haben wir unseren Tropfen noch, den kleben wir auch gleich fest. Der kommt nämlich vom Honigtopf da oben. Der ist auch Linie vorgeben, wo das drauf muss, genau. Schauen wir mal. So. Jetzt auch. Und dann kleben wir unser Bini da fest. Also wieder ein bisschen einen Kleber drauf machen. Und dann einfach auflegen, sauber, bündig, überall, dass sauber gerade drauf ist. Auch schauen da am Eck nochmal. Ja, und wenn alles passt, dann legt ihr ein Gewicht oder stellt eine Flasche drauf oder irgendwas. Und dann könnt ihr jetzt eins um andere festkleben. Das euch jetzt eine Kamera nochmal auflegen, dass ihr seht, wie es fertig ausschaut. Ja, da wird jetzt der Arm da ist extra, der kommt da mit drauf. Da kommt das nochmal extra drauf. So, unser Honigpott. Und dann hinten die Blume noch. Ja, tue ich dann ein Foto dazu machen, dass das seht. Und natürlich haben wir auch noch ganz viele anderen von denen. Das sind unsere Blümchen. Da mache ich vielleicht jetzt noch Bienchen dazu. Mal schauen, was ich noch drauf mache. Oder Schmetterlinge kann man da auch gut drauf machen. Und unsere Schneckchen. Ja? Viel Spaß beim Basteln wünsche ich euch, eure Petra von Petras Bastelnews. Tschüss!